Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu Blattgrün Randomized Nuzlocke. In der letzten Folge durftet ihr aussuchen, welchen Starter wir nehmen. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass Ratzfatz zum Glück auf dem letzten Platz war. So war es nicht. Aber es war extrem fucking close. Auf dem zweiten Platz befindet sich Rihornion. Rihorn befindet sich auf dem zweiten Platz. Und auf dem ersten dann Feuerigel. Beziehungsweise Feuerigel oder Feuigel, whatever. Es war auf jeden Fall mega verdammt close. Für Ratzfatz haben 2 Leute gestimmt, für Rihorn 3 und für Feuigel 4. Also schon close, kann man sagen. So, wir haben unser Feuigel erhalten. Möchtest du Feuigel einen Spitznamen geben? Yes. Und zwar werde ich Feuigel folgenden Spitznamen geben. Ich wollte gerade touchen. My bad, sorry. Ich wollte gerade touchen und dachte, warum komme ich nicht auf die Namen? Ich werde es Killua nennen. Einfach aus dem Grund, dass der Dude schon übelst lange dabei ist. Wir uns echt gut verstehen. Er jetzt wieder zurückgekommen ist und meinte, Feuigel ist dein Lieblingsstarter, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. The richtig. Deswegen nenne ich es einfach mal Killua. Keine Sorge für die Leute, die auch ein Pokémon haben möchten. Also, ne, nachdem ich eins gefangen habe, ein neues. Einfach fleißig in die Kommentare schreiben, immer aktiv dabei sein und dann seid ihr auch ein Mon in dieser Nuzlocke. Gar kein Problem. Muss ich jetzt zuerst gegen kämpfen oder gibst du uns zuerst ein Pokédex? Nein, wir müssen kämpfen. Gut, dann werden wir jetzt auch schon direkt sehen, ob es ein Level gepumpt ist oder 2 Level. Werden wir dann direkt sehen. Knuddeluff. Okay. 6. Ein Level gepumpt. Okay. Ein Level gepumpt kann ich definitiv mitleben. Dann lässt er die 0,5 weg. Wahrscheinlich bei wichtigen Trainern wie Arenaleitern kann ich mir vorstellen, dass sie dann 2 Level gepumpt sind. Irgendwie sowas. Immerhin besser als 10 Level gepumpt, wie ein X, by the way. Und okay, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Yep, ich glaube, wir verlieren den Kampf. Okay, gut. Der kann jetzt 10 Jahre dauern, deswegen haue ich einfach mal Tackle raus. Warte mal, Killua ist blockiert. Ja, geil. Cool. Sind wir nicht mehr blockiert? Nein, wir sind nicht mehr blockiert. Ehrenhaft. Gewinnen wir vielleicht? Wir sind schon wieder blockiert. Dieser hässliche Gesang. So, jetzt sind wir auf Tackle nicht mehr blockiert. Nächste Runde. Never mind. Wir schlafen. Wo ist denn... Wait, what? Wo schlafen wir denn? Wo ist denn... Ich fühle mich gerade voll betrayed. Ich fühle mich gerade richtig verarscht. Wo war denn der Sleep Effect? Daniel, ja, ich bin der Größte. Ja, wir hätten echt voll viel Experience für Knuddeluff bekommen. Safe Call Level 8 oder so. Ja, ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich meine, die Nuzlocke hat eh nicht begonnen, aber... Wie traurig einfach nur... Ich finde es traurig. Es hatte direkt voll die kranken Moves. Sad News. Aber wir haben noch keine Pokébälle. Ich gehe nur noch mal sicher. Krank, zurück, zurück, zurück. Ja, okay, wir haben keine Pokébälle. Meine Frage ist, ist das hier im Blattgrün immer noch so? Wie halt zur ersten Gen, dass das Inventar nur begrenzt ist? Damn, das ist fett. Ich glaube nicht, dass es uns irgendwas anhaben kann, deswegen fast forwarde ich mal mit dem Speed-Button. Dieser Encounter ist auch huge. Und der hat wehgetan. Der hat sogar sehr wehgetan. Wir müssen zurück uns heilen. Ach ja... Bab, einmal rein da.
Mimsu, du sollst eine kurze Pause einlegen. Yes, tun wir, tun wir. So, dann jetzt aber auf dem Weg zum Paket. But I'm not a rapper. Kommen wir normal durch. Wäre geil, aber irgendwie müssten wir doch noch trainieren, to be honest. Also ein bisschen trainieren. Oder was sind das hier für Mons? Okay, ist Level 2, das sollte nichts haben. Ach so, natürlich. Ach so, es hat die OP-sten Moves überhaupt auf Level 2. What the fuck? Und ich weiß nicht, ob unser Mon hier sterben kann, aber wir haben noch keine Bälle. Kann unser Mon hier sterben? Ja, schaffen wir eh nicht bis zur Mom, aber... Ja. Mons können hier auf jeden Fall sterben. Wir verlieren 48 Pokédollar? Warum verlieren wir denn Pokédollar? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir haben gegen niemanden gekämpft oder so. Hä? Warum sollte ich, wenn ich jetzt im echten Leben vergiftet wäre und nicht mehr kann, weil die Vergiftung so krass ist, dass ich irgendwie in Ohnmacht falle oder so, warum sollte ich dann 48 Pokédollar verlieren? Sind da etwa Diebe in dem Game? Wurden wir gejoinkt? Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? 2900. Okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Ich dachte irgendwie, wir hätten 500 Maximum oder so. Das wäre schon ein bisschen tragischer, aber... Gut, schaffen wir es noch zu... Okay. Zu... ich glaube, das ist Vitania City, oder? Ich glaube, da... Ist das nicht Vitania Wald? Wie heißt diese eine Scheiße nochmal? Egal, ihr wisst, was ich meine. Schaffen wir es auf jeden Fall noch zur Start- oder zur zweiten Route. In dieser Folge findet es heraus. Next time Dragon Ball Z, wir machen keinen Schaden. Aber Arctos gibt richtig saftig Experience. Sexy. Und ich glaube, auf Level 8 oder so lernen wir Glut. Das ist nice. So, und wir haben es geschafft, wollte ich sagen. Alter, was sind das hier für Mons, Mann? Krasser Scheiß. Let's go, Level 8. Vitania City. Doch, lag ich doch richtig. Ja, nice. Ich dachte schon, Vitania Wald, beziehungsweise, ich war mir nicht sicher, ob es Vitania Wald war oder was anderes, aber okay. Ich lag auf jeden Fall richtig. So, dann holen wir unser Paket ab, müssen das Paket wieder bei Eich abgeben. Somit erhalten wir dann Pokebälle. Muss man nicht normalerweise hier so einen Professor ansprechen? Ich glaube, in den originalen Editionen war das, ne? Man bekommt die Taschen nicht geschenkt. Ich hätte jetzt hier, glaube ich, Pokebälle kaufen können. Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Wäre aber nicht allzu klug von mir gewesen, da Pokebälle zu kaufen. Okay, gut, hier gibt es keine Items. Das heißt, wir holen uns das versteckte Item oben an der Wurzel. Und ich hoffe, es ist ein Meisterball. Hier haben wir ja nämlich keine Meisterbälle. Eine Aprikobeere. Ah. Warum bekommen wir nur Bären? Sad, Mann. Sad, ich bin der Bärenmeister, Alter. Ohne Scheiß. Gut, dann... geben wir unser Paket ab. Blub. 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 So, gib unser Pokédex. Gib uns unser Pokédex. Ich glaube nämlich unten links, falls es den Professor da noch gibt, dann gibt er uns, glaube ich, auch einen Trank oder so, ne? Glaube ja. Also was in den originalen Editionen, wenn ich mich recht entsinne. So, wir hatten 5 Pokebälle. Damit beginnt die Nuzlocke. Sollte uns irgendein Mon vergiften und wir Lowlife sind, dann muss ich einen Trank benutzen.
Ja. Als zweiter Encounter Arktos wäre schon geil. Es konnte nämlich Pulverschnee. Wäre an sich schon geil. Eisflug. Warum nicht? Ich glaube, dieser Assistant hat uns, glaube ich, einen Trank gegeben, ne? Oder einen Pokéball oder so. Vielleicht der hier? Nö. Okay, im originalen Game war es aber so. Und ich glaube, zu Let's Go ist es auch so gewesen. Okay, wie dem auch sei. Wir haben Pokébälle. Und wir müssen jetzt los. Unser Abenteuer beginnt. Unser First Encounter ist ein Nidorino. Kann ich mit leben? Mit Sandsturm. Ob das jetzt so profitabel ist? I don't know. Ich werde es auf jeden Fall runterhauen. Normalerweise ist, glaube ich, der First Encounter garantiert. Aber ich glaube, das haben sie erst ab der 4. oder 5. Gen so gemacht. Dass der First Encounter zu 100% gecaptured werden kann. Und da es hier noch 4. Gen ist, glaube ich, tritt das nicht in Kraft. So. Dann Sturm tobt, yes. So, Beutel, Pokéball, Pokéball, let's go. Okay. Alles klar. So, jetzt aber. Pokéball, let's go. Nice. Schönes Nidorino gefangen. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Nidorino nennen wir... Oh, ich habe einen coolen Namen für ihn. Einen sehr coolen Namen. Kaul. Mit W. Kaul. Okay, Kaul. Du musst uns auf jeden Fall helfen. Ein Smetpo. Das sieht hier mal abgrundtief hässlich aus. Holy shit, ist der Kopf zu groß. God damn. Kann schon Konfusion auf Level 3. Not bad, not bad. Bam, Tackle, hau rein. Wann nennen wir eigentlich Glut? Ich dachte mit Level 8 oder so lernen wir Glut. Ist es dann doch erst ab Level 10 oder 11 oder so? Oder 12? So, das baller ich jetzt durch. Ich glaube, die sind Level 9, oder? Ja, lass uns noch Level 10 machen. Ich hoffe, da kommen wir durch. Nice. Okay. So, wir sind Level 10, immer noch kein Glut. Das ist ein bisschen sad. Oh, fuck. Mich hat gerade übertrieben hart meine Nase gejuckt. Deswegen konnte ich leider nichts vorlesen. Aber wir tragen ein Item, by the way. Und zwar sind wir... Gut, ich kann es nicht ablesen, aber ich bin mir sicher, wir sind ein spezielles Wesen. Weil unser Spezialangriff so hoch ist und wir haben Tempo, mache die Fähigkeit, verhindert Verwirrung. Ist schon mal nicht allzu schlecht. Item Blattstein. Okay. Können wir eigentlich direkt an uns nehmen. Warum nicht? So, Call. Call ist neutrales Wesen. Und hat die Fähigkeit Sandsturm. Haben wir bereits gesehen. Okay, so, dann würde ich sagen, wir haben immer noch keine Turbo-Treter. Feels fucking bad, man. Aber ich glaube, die bekommt man erst relativ spät, ne, in dem Game. Gut, ich würde sagen, wir heilen uns, kaufen eine Menge Pokébälle und fangen uns noch ein, zwei neue Encounter. Und dann könnte man die Folge auch schon rappen, würde ich sagen. Wrap it up, Motherfucker. So, wie viel gibst du uns? 10 Pokébälle, ja. Muss reichen einfach. Und 3 Tränke. Die sind broke as fuck.
Wir sind fucking broke. Es muss aber reichen. Sollte es nicht reichen? Ach, ja. Sind wir keiner im Arsch, to be honest. Wäre cool, wenn wir unserem Rivalen jetzt hier oben gleich schon irgendwie Hallo sagen können. Aber der würde uns zerstören. Ein Anton. Ich meine, ist jetzt nicht das Krasseste, aber immerhin ist es Typ Wasser, ne? Von daher, oh Gott, der Kratzer kann wehtun. Gut, Schnabel. Nochmal. So, und dann werde ich jetzt auswechseln, weil es, glaube ich, nur Kratzer kann und Nassmacher anscheinend. Dann müssen wir es jetzt fangen, sonst tötet der Sandsturm Anton. Yes. Nice. Ein schönes Wasser-Pokémon. Nice. Finde ich gut. Wir nennen dieses Anton Gabi. Warum? Ich habe keine Ahnung. Erster Name, der mir so eingefallen ist. Warum ihr euch vielleicht fragt, warum ich immer nur so einen Teilspeeder, also einmal den Speedknopf drücke, ist einfach, da das soundtechnisch richtig AIDS ist und ich eure Ohren davor beschützen möchte. Ansonsten hört sich das halt so an. Ja, ne? Das ist jetzt nicht, glaube ich, der allercoolste Sound. Ach ja, Mr. Tutorial, ne? Mogelbaum. Wen hat er? Karl entfachte einen Sandsturm. What? Oh, hä? Warum sollte unser Mon einen Sandsturm verursachen? I don't get it. Na gut. Immerhin fängt er seine Mon zu 100%. Kann nicht jeder. Ich würde auch sehr gerne einen YOLO-Ball werfen, aber ich glaube, in diesen alten Gens funktioniert das nicht. Also es könnte funktionieren. Ich bezweifle es aber. Yo, huge! Das ist richtig huge! Problem ist, kann es Explosion, kann es Finale, kann es irgendeine Gesteinsattacke? Ich werfe einen YOLO-Ball. Kann es irgendetwas davon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich mal... Ich weiß nicht, ob ich Geowatz fangen kann. Ich weiß es nicht. Keine Attacke trifft effektiv bzw. neutral. Alles wird resisted. Und er deletet unser Leben. Yo, selbst der Tackle hat so viel Schaden gedrückt. Oh, fuck. Das Mon ist huge, das wäre extrem geil, aber ich kann es nicht fangen. Impossible. Vielleicht hätte ich vorher nochmal trainieren sollen, aber werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Es ist impossible, wenn ich Killo reinhole und der einen Steinwurf macht, sind wir entweder tot oder kurz vorm Sterben. Und ich weiß nicht, ob ich flüchten kann. Möchte ich... Ich will einen Mon eigentlich jetzt nicht schon zacken, to be honest. Das heißt, ich müsste den Encounter aufgeben. Ich müsste einfach aufgeben. Ich gebe den Encounter auf. Ich muss... Mir blieb keine andere Wahl.
Wahrscheinlich, wenn ich es mir im Nachhinein wieder reinziehe, wenn das Video online ist, werde ich sagen, ey, du hättest doch das und das machen können. Aber so spontan, mir blieb keine andere Wahl. Es konnte einfach schon Steinwurf. Würde es keinen Steinwurf können und hätte es nur Tackle, dann glaube ich, hätten wir es sogar mit einer sehr guten Chance gefangen. Aber so glaube ich eher weniger. Gut, ich würde sagen, es ist eigentlich der perfekteste Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Denn wir haben alle Routen abgecheckt. Wir sind in der allerersten Stadt. Als nächstes geht's in den Wald. Die Route werden wir dann als nächstes abchecken in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports Camo und Leute. Und ich will nicht mehr allzu übertrieben energisch sein, sag ich mal, am Anfang der Episoden. Auch wenn ich mich übertrieben freue, weil diese energische Energie, sag ich mal, die nimmt halt nach ein paar Folgen wieder ab. Und dann fühle ich mich scheiße, dass ich nicht zu 100% das liefere, was ich liefern möchte. Deswegen bleibe ich neutral, freue mich aber extrem. Und so ist, sage ich mal, jede Folge auf dem gleichen Niveau vom Level her, was das Energische angeht. Egal, wie dem auch sei. Kleiner Funfact nebenbei. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut, ich bin raus. Peace.